Ich begrüße als ganz herzlich schön deinen Part von Let's Play Mario Party Superstars. Es ist immer noch sass, aber ich habe 10 Würfel. Das macht es weniger sass. Und damit bekomme ich nämlich, oh mein Gott, den neuen Superstar Superstars. Ist aber ein wilder Einstieg für den Part. Noch nicht mal die erste Minute vorbei und dann habe ich meinen ersten Stern. So muss das. Dieser Part fängt schon mal erstaunlich gut an. Jawoll. Jawoll. So. Runde 12 von 15. So, hoffentlich bleibst du immer in der Nähe. Dann kann man bald da wieder einen Stern bei dir holen. Okay, einmal ganz auf die andere Seite. Gut, hab auch noch 3 Runden Zeit. Da klappt's vielleicht dann noch. Hol aus, hol aus. Ja, wobei, von da bis da gibt es jetzt schon sehr, sehr weiter Weg. So, und das hat mich sogar auf den ersten Platz gehievt. Jawoll, du. So muss das. So bin ich besetzt. Ob es am Ende wieder ausreicht, wurde nie von hinten. Aber mal sehen. Ja. Mal sehen, mal sehen. Wenn wir sehen, dann sehen wir es. So. Und Luigi landet auf dem Itemfeld. Auch eine coole Geschichte. Kommt ein Stern. Auch dies. Begeistert. Echt eine coole Geschichte. So, Peace muss, okay, 5 Münzen zahlen. Da müssen ja einfach alle, da gesagt, irgendwer wird da landen und hat dann irgendwie random 30 Münzen mehr. Das wäre so ein Bild. So, mal wieder Glücksfeld. Peace landet ist halbwegs auf dem Glücksfeld. Stimmt, für meinen Würfel nur die, für meinen Würfel sagst du, mal stehen nur die Hälfte bis halt, ne? That's a cool thing. So, diesmal ist mal Luigi das einziger. Boah, okay. Verstehe, einfach, er darf halt einfach den Bunnies halten. Die Zeit ist begrenzt, man muss aber insgesamt eine bestimmte Anzahl an Toren machen. Scheiße. Oh, das haben wir gerade so gesafft. Oh mein Gott. Boah. Das geht darum, dass man selbst irgendwie am meisten reinmacht. Aber klar sind da wie 3 gegen ein Bot. Was so ein Glück, ey. Tschüss. Ja, was, da muss man einfach auch Glück haben, ne? So ist es einfach manchmal. Was ist es so, ne? So, 3 Rounds left. So, und es ist erstmal Mario-Zeit. Jawoll. 5, dies lässt es doch mal schmecken. Digga, ich hab so viel Münzen. Ich lass mir einen Stern holen. Boah, von wem? Und Easy, wir sind sehr assi, aber Yoshi könnte mir eher noch eine Konkurrenz werden, glaube ich. Sorry, Yoshi. Damit haben wir 3. Das ist es. Das ist so ein schnellerer Weg, um zu Stern zu kommen. Dann nehmen wir natürlich auch das. Das hat so Galaxy-Vibes. Das Spielbrett, das ist wild. Was hat Angst, dass das gleich random gegen mich einsetzt? Ein erster Spieler hat es gemacht, ne? Computer hat es. Das ist mein Glück, so wenn man so will. Ne? Gut, jetzt ist damit auch keine Gefahr. Ja, weil. Okay, er hat einen Dreifachwürfel. So, jetzt ist Peach dran. Ich bin doch gar nicht am Laden vorbeigekommen, fällt mir auf, was so komisch ist. Ja, sometimes ist es halt so, ne? Sometimes, sometimes, sometimes.
So, 12, das ist eine große Anzahl. Was geht's denn weiter nach unten? Eieiei. Boah, Glück, ein Spare und die hat die ganze Münze bekommen. Vielleicht bekommt nicht so, das wäre wild. So, 4 Spieler Minispiel. Pilz zueinander. Ah ja, da muss man ganz schnell von dem weg, was oben bleibt. Okay, das, was das zeigt, ist das, was man, wo man hin muss. Von hier hat man, glaube ich, die beste Möglichkeit, dahin zu kommen. Ey! Was habt ihr denn runterschmeißen können? Das wusste ich nicht. Ich bin unfassbar schnell. Und ich war unfassbar dumm. Alles sehr gut, komm. Ah. Okay, okay, okay. I see. There is still so much more to do. Ich muss vor allem heute noch erst aufräumen im Real Life. Ei, ei, ei. So, es war rund nur noch 20 bis zum Stern. Übel, übel, Spacherdübel. Ich brauche jetzt mal so ein Item Sinn. Komm, irgendwas Schönes, schenkt mir einen Stern. Die Münzen sind auch was Schönes, jawohl. Gut, ich glaube, einen fetten Stern, einen Satz mit X, da hilft wohl nix. Außer bei der letzten Runde ist sehr, sehr viel Glück. Das ist ein Itemfeld. Das hätte ich jetzt gebraucht. So. Oh, ein Duell. Eieiei. So, tsch. Jetzt hauen wir mal. Duell, Duell, Duell. Ich bin ja für die Wassi, dass der gewinnt, weil ich Wassi einfach mehr mag als mein eigener Bruder, ja. Es ist hart. Aber es ist so. Die ist heute immer so freut. Gib mir die Münzen her, gib mir die Münzen. Sehr witzig. 138 Münzen. Ach du Heilige. Da wurde die Jasse mal so richtig Kopf genommen. Dame. Und die bekommt auch noch das Geld. Nein. Dachte schon. Oh. Wir alle wurden aber nach hinten gejagt. Das haben wir eingegessen, damit kann ich meinen Sternsen auch vergessen. So ein Müll. Ja, ich hab mal 3. Nein! Ich hatte so einen Vorsprung. Ah, nee, damit, ja. Könnte sehr gut sein, dass ich einfach nur noch verliere. Weil nur irgendwer anders das weiter Sterne preist. Nein! Aber warte, ich komme da auch nochmal vorbei. Ich brauche unbedingt 50 Münzen, irgendwie. Okay, einfach 4 Runden fahren und gewinnen. Das ist witzig. 3, 2, 1, oh! Aber kann. Okay, okay. Shit. Das ist noch nicht ganz da drin, ne? Oh komm. Shit!
Okay. Mist. Ja, oh nein. Wobei, ich hab sogar genug Münzen, ne? Gott sei Dank. Ich hoffe, dass es dran vorbeikommt, ne? Wenn ich jetzt so wenig will. Jawoll. Komm, ich mach das jetzt einfach. Pizza hat mir gerade meinen geklaut, also Klaus bin jetzt wieder zurück, aber ich glaube, ich mach fast lieber. Retriever, der hat sehr viel Geld. Und natürlich kann Random der Nächste jetzt wiederkommen und mir natürlich auch wieder meinen Stern klauen. Wenn er bis dahin kommt, da die Position ist ein bisschen ungünstig, dass alle drauf gelandet sind. Vielleicht aber auch nicht. Okay, nein, das hat mir tatsächlich gar nicht in die Karten gespielt. Ah, komm. Aber, doch. Itzi hat genug Geld, um mir tatsächlich noch einen Stern zu klauen. Aber er hatte halt auch erst einen. Das war taktisch für mich sehr gut, was ich da gemacht habe. Aber dass die Itzi einfach nicht so viel würfelt. Er hat einen Dreifachwürfel. Boah, den müssen wir ab meinem Stern wieder wegnehmen. Ja, was habe ich gesagt? Es war so klar. Das war so klar. Nee. Es war aber auch vorhersehbar. Tatsächlich. Tatsächlich war dies vorhersehbar. So, Pizza haben wir jetzt noch. Ja, ich wusste es. Glücksfeld. Jetzt lässt man auch nicht mal viel. Ja, doch, mal Münzen erhält, okay. So. Last but not least ein Minispiel. Sagen wir nochmal. Vielleicht gehen wir das noch, wäre cool. Steinblock sagt. Hä? Ich schreibe nicht genau, was man hier machen. Ah! Verstehe. Da ist erst das Spiel 100 Punkte. Okay, das ist quasi eine Art komisches Tetris-Farme. Das klippt bei mir gerade ein bisschen sehr. Ist ein bisschen sehr ungut. Irgendwie bin ich gleich fertig. Das hat X. Das war wohl nix. Und das wiederum findet man sehr schwer. Irgendwie ehrlich gesagt. 100 Punkte ist keiner dauern. Oh, Peace ist gerade auf Gewinnertour. Oh, es wird knapp.
Boah, oder ja, das wird richtig knapp. Okay, wird dann auf einmal doch mal jetzt hier. Knapp. Ja, das fand ich doof, das Minispiel fand ich doof. So, jetzt geht's ans Eingemachte, die Siegerehrung. Okay. Alte paar Boni. Münzenbonus. Ja, nicht am Mist, ich hab keine mehr. Rizio, der noch Zeit bekommt, wenn es halt geaßt, so gesehen. Aber dann hätte er mal Münzen und er würde nämlich gewinnen. Jetzt auch ein Rizio geht der Rast ist aus. Mario, okay, gut, damit habe ich es gewonnen. Oh mein Gott, das habe ich mal. Hat ihn mal gewonnen, hab damit dann. Das gibt's halt Essen. Leute, wären einfach alle weggefallen, die nicht gewonnen haben, das war's. Ja, boah, das ist es. Mario hat gewonnen. Wuhuhu. Das ist es. Also was für ein. So. Du bist der Superstar. Ja, weil so sieht's aus. Als ich mal Superstar bezeichnet werde, Wahnsinn. So, damit sage ich danke fürs Zusehen von dem Part. Ja, mich freut es auch, dass ich den ersten Platz geschafft habe. So. Okay. Ja, das war in der Tat ein großartiger Wettkampf. Und mit diesem Ergebnis sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.